Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Endlich ist es wieder soweit, ein Klassenduell steht an, und zwar das der großen Sportcoupés. Man könnte es auch schon fast Last-Generation-Sportcoupé-Duell nennen. Warum und wieso, das sage ich gleich noch erst einmal. Die Herrschaften, die heute mit dabei sind, da haben wir Andy, Acid, Bluto Cascade, Stui, Crapper, Kobayashi, nur 24-Stunden-Racer und General Broccoli. Grüß euch! Hallo! Ja, warum Last Generation? Wir haben jetzt nicht unbedingt von jeder Marke das aktuellste Modell mit drin. Deswegen könnte man das fast so nennen. Aber vielleicht nochmal, um auf ein paar Duelle einzugehen oder vielleicht erstmal allgemein. Also wie immer, das ist natürlich ein Vergleich hier im Spiel. Das hat natürlich nur im Entferntesten vielleicht was mit der Realität zu tun. Und des Weiteren ist auch so, ja, wir sind auch alles Menschen, die diese Fahrzeuge steuern. Sprich, ne, wenn jetzt das ein oder andere Fahrzeug vielleicht besser abschneidet, als man denkt oder aus eigener Erfahrung heraus dann abschneidet bei diesem Duell, könnte es vielleicht auch am Fahrer gelegen haben oder wie auch immer an einem Fahrfehler. Also ja, nagelt uns da nicht fest. Wir wollen einfach eine geile Aufnahme haben, einen geilen Vergleich, und einfach diese ganzen Sportcoupés hier so auf einem Fleck zu sehen, finde ich, ist schon einfach ein sehr, sehr geiles Bild. Aber wir gehen es mal ganz kurz durch, was wir dabei haben, was die Idee dahinter war. Und ja, wobei, bei den wenigsten müssen wir groß was dazu sagen. Wir fangen mal an hier mit dem BMW M4, ja, also nicht der GTS. Der GTS wäre schon so ein bisschen so Track-Toy-mäßig. Also wir versuchen schon so die normaleren Modelle, wenn man da bei einem M4 von normal sprechen kann, mitzunehmen. Dann haben wir natürlich noch den Cadillac ATS-V mit dabei. Dann den Ford Mustang GT, der ist so mit der modernste. Wir hätten gern natürlich, würde wahrscheinlich vom Jahrgang besser passen, die vorherige Generation bzw. das Non-Facelift mitnehmen, aber da haben wir nichts. Wir haben nur den 350 R, ne, heißt er ja, oder R350. GT350. Kommen wir mal durch. Ja, aber der ist dann schon wieder zu krass, ne? Also der hat dann noch Semi-Slicks drauf und das ist dann zu krass, deswegen dann, der passt dann schon besser mit rein. Dann mit dabei Dodge Challenger SRT Hellcat sowie ja, mittlerweile wieder neu in der Forza-Reihe mit dabei, der Lexus RCF. Sehr geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Dann, ja, auch ein Sonderfall ein bisschen ist der 2015er Chevy Camaro Z28. Und ich glaube, da kann Andy mit seiner Expertise ein bisschen mehr dazu sagen, warum genau jetzt dieses Fahrzeug und nicht die etwas neuere Generation. Ja, genau. Von der neueren Generation haben wir nämlich leider nur die ZL1-Variante im Spiel. Die Supersport leider nicht, die hier sehr gut reingepasst hätte. Und die ZL1, halten wir es ganz kurz, hätte einfach alles weggepownt. 660 PS, ein unfassbar sportliches Fahrwerk etc. Und einer der Hauptgründe war allerdings tatsächlich auch, dass wir dann alle Fahrzeuge auf Rennreifen hätten aufrüsten sollen, was dann einige Fahreigenschaften bei den anderen Wagen doch kaputt gemacht hätte, weil die ZL1 wäre dann das einzige Fahrzeug mit den Semi-Sticks gewesen und wir rüsten das ja immer auf an die anderen Fahrzeuge, dass wir alle die gleiche Reifenmischung haben. Ja, deswegen haben wir dann die Z28 genommen, die passt ja auch von der Generation doch einen Tacken besser rein. Ja, im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, genau. Ja. Genau, nächstes Fahrzeug, auch ein bisschen ein Sonderfall, der Infiniti Q60 Konzept, ist ein Konzeptfahrzeug, wobei man sagen kann, glaube ich, der Q60, der dann auf den Markt kam, ist sehr, sehr ähnlich zum Konzept. Also so wahnsinnig viel hat sich da nicht verändert, deswegen passt das schon, auch der Motor ist eigentlich derselbige. Ich glaube, ein bisschen ein paar Leistungsunterschiede gibt es beim Serienmodell, wobei ich, glaube ich, sogar davon ausgehe, dass das Serienmodell sogar ein bisschen mehr Leistung hat als das Konzept. Also von dem her alles cool. Ich denke, der passt auf jeden Fall auch wunderbar hier rein. Natürlich wunderbar hier rein passt natürlich auch der 2016er Mercedes-AMG C63 S Coupé. Und ja, der große Sonderfall ist das letzte Fahrzeug, was wir haben. Das ist der 2011er Audi RS5 Coupé. Der ist vom Jahr dann wirklich ein bisschen zu alt. Also bei Audi, da haben wir halt einfach ein bisschen zu wenig hier im Spiel. Das ist einfach ein bisschen Mangelware leider. Ich habe aber gedacht, komm, wir haben sonst nur 8 Fahrzeuge hier mit dabei. Wir haben ja noch ein bisschen Slots frei. Und deswegen ist der Audi so ein bisschen außer Konkurrenz dabei. Wir gucken einfach mal, wie er so abschneidet gegen die etwas moderneren Fahrzeuge. Vielleicht überrascht er auch. Ich meine, Audi immerhin mit Quattro unterwegs. Das kann ja auch den einen oder anderen Vorteil vielleicht bringen. Deswegen aber, wir wollten nicht auf ihn verzichten. Und ja, das ist einfach die Erklärung dazu. Und ich glaube, den einen oder anderen wird es auch freuen, dass da einfach ein bisschen mehr Auswahl zu sehen ist. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, genug gequatscht. Die Fahrzeuge, wie gesagt, sehen zwar geil aus, aber wir wollen sie natürlich auch fahren und vor allem auch hören. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zum Track Race und dann gucken wir mal. Fahrzeuge wurden im Übrigen zugelost. Also bevor da einer wieder jetzt sagt, warum der Ray schon wieder den Porsche fährt. So, ja. Oh, jetzt habe ich fast falsche gestartet. Meine Kolonne. Zack, zack.
Und auf geht's. Genau. Wie Andi schon gesagt hat, Reifen sind angepasst, alle mit Sportreifen unterwegs. Zumindest mal bei denen nachgerüstet, die noch keine hatten. Um da namentlich zu sagen, ich glaube, der Infiniti hatte keine Sportreifen. Fuck. Gut, dass er jetzt abgebrochen wurde. Dann muss ich das gerade noch live nachrüsten, dann sehen wir. Wow. Hat er nicht. Ja, ich wollte einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, also hier geht mein Tuning und dann auf Reifen und dann auf Sportreifen. Und das ist ja nochmal gerade drauf geguckt habe. Das ist gar nicht aufgefallen. Da sieht man wieder, der Ray wieder top vorbereitet. Nee, also namentlich zu nennen, der Infiniti kriegt Sportreifen. Die Hellcat kriegt Sportreifen, Andi, ne, falls du es auch vergessen hast. Okay. Und Cadillac kriegt auch Sportreifen. Der Rest hat schon serienmäßig Sportreifen drauf. Und ja. Gut, dass das Spiel da direkt abgebrochen hat. Das war jetzt nochmal Glück. Gut, aber da sehen wir es auch, was wir da einfach machen. Einfach Sportreifen drauf. Und da passt das schon. So, jetzt aber. Muss ja auch mal demonstriert werden, was da vor der Folge so passiert. Genau. Im Skript geht es dann weiter auf Seite 3. Alles klar, Moment. Habe ich kein Blatt Papier da, um die Geräusche zu machen. Verdammt! Sie haben reingeguckt. Ja, perfekt. Also Absatz 4, Variante B. Lass das Drag Race beginnen. Okay. Achtet auf Punkt 3, bitte. Alles klar. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das klappt. Einladung solltet ihr bekommen haben oder auch nicht. Nein. Ja, auch brauche ich. Aber Hauptsache, ich sehe euch. Auf der Karte ist ja, es. Ja. Ja. Okay. Sehe auch gar, aber ich sehe nichts mehr, das ist das komisch. Ach man, das später bekommen. Aber wie gesagt, über die Karte bitte einfach dann beitreten. Dann sollte es passen. Hat getutet. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich dabei bin. Sonst fahren wir ohne den Infiniti. Ja, ist okay. Einfach als Sieger eintragen und dann ist okay. Minus 3 Punkte. Ja, weil ich kann jetzt neu erstellen, das ist das Problem. Oder? Ja, seid ihr auch alle wieder da bei mir? Na, steht gerade Serverzuteilung. Okay. Ja, ich bin nicht dabei auf jeden Fall schon mal. Ja, wir sind nicht im Hintergrund. Vielleicht musst du deiner eigenen Veranstaltung über die Karte beitreten. Ja, ich finde die aber nicht gerade. Ja, gerade nicht mehr. Ne. Startet. Ja, dann viel Spaß euch. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht dabei. Wunderbar. Okay, cool. Ich würde sagen, wir machen mal wieder den obligatorischen ersten Cut. Und dann bis gleich zum Track Race. So, da jagen wir los. Ja, kleiner Fun Fact, der eigentlich der Außenseiter sein soll, ist der einzige mit Allrad. Warum? Ich hab den Start ein bisschen verpennt. Ja, bei mir ist der erste Gang super kurz. Da. Das war doof. Beim Q60, aber sonst. Ja, aber ansonsten M4, das wird auf jeden Fall, glaube ich, mit dem Camaro so mit die Favoriten sein. Also einfach mal Favoritentipp von mir, so was man schon weiß von Forza, der M4 ist ein gutes Fahrzeug, definitiv, auch ein geiles Fahrzeug, aber doch ein bisschen auch OP in Forza, würde ich einfach behaupten. Ja, deswegen gucken wir mal, ob das so bleibt, aber das war jetzt ja nur das Track Race der Vollständigkeit, würde ich sagen, gucken wir aber trotzdem nochmal, wie es dann jetzt im Punktestand aussieht. Ja, das hatten wir jetzt auch noch nie, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber es wurde dann direkt lautstark vermerkt. Wir hatten ein zeitgleiches Ergebnis. RS5 und Camaro sind tatsächlich aus Tausendstel genau zeitgleich ins Ziel gefahren. Wir haben ja so eine 500-Regel, die gilt allerdings beim Track Race nicht, aber bei genau ja, zeitgleich, da müssen wir eigentlich groß nicht diskutieren, da gibt es eine Punkteteilung. Ja, sehr cool, aber ich glaube, ja, groß müssen wir da groß jetzt nicht viel rein interpretieren, würde ich meinen. Ich denke, bei der Hellcat, Andi hat es gerade schon gesagt, ein Gang mehr oder so wäre geil gewesen. Ja. Oder beziehungsweise längeren Gang, ersten Gang oder einen höheren Gang starten, aber sonst. Ja, und Trackreifen wäre halt natürlich geil, aber ich glaube, das wäre bei jedem ganz gut. Ja, geil. Interpretieren wir da nicht viel rein. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt zur nächsten Veranstaltung und das ist wie immer das Sprintrennen. Der RS5 ist jetzt so der Dauer, ich fahre erstmal davon. Brauche ich auch, ich habe nicht gerade so viel Power, also der RS5. Aus dem Cadillac merkt man langsam wirklich das Gewicht an. Und was willst du mit Gewicht? Ja, wir haben 6 Tonnen, das Ding schiebt mehr über die Vorderachse. Hey, du bist eine Katze, seit wann ist eine Katze übergewichtig, ja? Es gibt übergewichtige Katzen. Willst du jetzt sagen, dass... Garfield, okay, ich nehme alles zurück.
Touché, mein Freund, touché. Oh ja, gerade hat sich das bewahrheitet, was ich im Track Race gerade angemerkt habe. Im zweiten Gang starten, okay, statt den dritten hoch und das Ding startet wie ein Traum. Mehr gerade, viel Grip auf der Hinterachse, trotz Hinterradantrieb, aber Vorderachse ist gripfrei. Oh. Beim Infinity. Ja gut, bei den Rennen kann man halt ein bisschen besser jetzt die Drehzahl einpendeln, wie beim Track Race, da geht es ja immer sofort los, da die Dinge gut zu erwischen, ist krass, ey. Also Kurven ist hier echt das Hauptproblem, merke ich gerade beim Q60. Merkst du beim Cadillac mehr an der Bremse. Die Hellcat ist halt eine geile Maschine. Also, das ist so ein bisschen das Problem, was Dodge, glaube ich, hatte. Durch den Demon bemerkt man die Hellcat irgendwie gar nicht mehr. Die ist gar nicht so verrückt, wie damals, als sie angekündigt wurde, aber die ist so eine geile Karre einfach nur. Es marschiert nach vorne wie kein zweites. Hier so viel schneller auf den Geraden als der Mercedes. Ich kann mit Mustang gerade so mithalten auf der Geraden. Ich merke gerade beim Cadillac, der sechste Gang ist eigentlich wirklich so ein Spritsparmodus. Ach, hi. Brokkoli, pack die Leistung wieder ein. Nee, das passt nicht zu viel. Schon. Nein. Wo sind die Pferde im Mustang? Vorne auf der Haube, im Grill, auf den Reifen. Jo, da gab's so eine lecker Pixelkante. Ja, okay, interessantes Ergebnis. Und da würde ich sagen, ohne große Umschweife, gucken wir direkt mal auf den Gesamtstand. Ja, schon mal direkt spannende Duelle, und zwar Camaro ganz knapp vor dem M4. Also das ist schon eigentlich fast eine Punkteteilung, eine definitive Punkteteilung haben wir zwischen dem Mustang und der Hellcat. Hätte ich dahinter auch noch der C63. So wie RS5, also ja, es ist sowieso alles noch relativ eng. Zusammen, Schlusslicht bildet gerade so ein bisschen Q60, RCF und ATSV. Ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Wobei mich jetzt einfach schon mal interessieren würde beim ATSV, beim Caddy, was war so, oder was ist dir jetzt aufgefallen? Fehlt die Power, fehlt es in den Kurven, fehlt es einfach überall, so jetzt im Vergleich? Also Power hatte, da kann ich nicht meckern. Mir fehlt halt die Bremse. Da habe ich mich an der Einkurve dezent verbremst und deswegen bin ich so weit zurückgefallen. Grip hat er auch, aber manchmal tendiert er mehr über die Vorderachse zu schieben. Ja, das ist wie bei mir ähnlich. Also gerade Kurven rein habe ich das Gefühl, lenkt da gar nicht ein. In den Kurven selber ist okay bis zum gewissen Grad, also beim Q60. Und dann beim Exit aber ist auch wieder mehr ein Schieben vorne raus, leider. Obwohl er ja das Sportreifen-Upgrade bekommen hat. Power ist da, man hat es vielleicht auch schon gehört, ist ja der Motor aus dem GTR 35, also da ist er auf jeden Fall gut Bums da, aber naja, das muss man halt auch erstmal irgendwie auch in den Kurven umsetzen können. Wird auf jeden Fall spannend, wie sich es weiterentwickelt. Ich denke aber Infiniti und Lexus, das ist ja eine schöne Paarung, die amerikanischen Japaner oder die japanischen Amerikaner, wie man sagen möchte, also ne, einmal aus dem Hause Toyota und einmal aus dem Hause Nissan, die sozusagen Luxusmarken, die insbesondere für den amerikanischen Markt gedacht sind, duellieren sich hier so ein bisschen aktuell, ja. Aber mal gucken, wie es weitergeht, gucken wir mal Asset, ne, ob wir ein paar schöne Duelle zusammen haben, die da vorne sollen halt, ne, sollen so unter sich ausmachen. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Ja, passt schon. Ich muss bloß meine Pixelkanten aus dem Weg gehen. Ja, ich hab's gesehen hinten dran. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen aber weiter im Text. Das nächste, was ansteht, ist das Rundkursrennen. Da gibt es wie immer doppelte Punktzahl. Einmal für das generelle Endergebnis, aber auch für die schnellste Rundenzeit kann man sich nochmal Punkte snacken. Deswegen seien wir mal gespannt, wie da das Ganze so verläuft. Niemand sprach.
Ja, ich habe jetzt extra mal gesagt, ich sag jetzt einfach mal nichts, mal gucken, wer das Schweigen bricht. Ich habe in der einen Kurve dezent die Kante mitgenommen. War für mich. Ich glaube, das hat man gesehen. Was? Ich stehe voller Konzentration hier. Ich versuche mich gerade so ein bisschen auf den Infinity einzustellen. Also was sehr positiv ist beim Infinity, und dann würde ich das Thema Infinity, glaube ich, abschließen. Sein beim Regen oder so passiert nochmal was weltbewegend anderes. Der hat super viel Grip auf der Hinterachse, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Alles andere ist aber halt, joa. Und der Mercedes war weg. In Horizon 3 waren die AMG-Motoren so krass und hier jetzt das. Keine Chance. Ja, und wir haben es gerade im Off gesagt, mit modernen Audi RS5 oder so wäre das natürlich auch eine echt krasse Geschichte, weil der schlägt ja sich hier, der Ältere, auch super gut. Naja. Ja, also ich finde schon. Dafür, also, dass der mittlerweile fast 10 Jahre alt ist. Ja, also, gut, dann schon. Man merkt es auf jeden Fall beim Start, dass der Quattro natürlich dem allen vorausfährt. Er ist, glaube ich, der Einzige mit Allrad. Ja. Ja. Ja, bei dem Mustang merkst du halt auch direkt, dass der gar keinen Grip hat und der erste Gang halt ganz, ganz kurz ist, während der zweite dann wiederum viel zu lang ist. Ja, der hat ja ein 8-Gang-Getriebe, ne? Ja, aber ich komme ja... Ich war noch nicht höher als 6. Ja, nee, das ist Automatik 8-Gang bei dem, glaube ich, und deswegen... Ich meine, der muss dann mit einem Automatik 10-Gang, wenn überhaupt. Ja, und sogar 10-Gang sogar. Aber ja, okay, wir dürfen im Spiel die Handschaltung haben. Ich glaube, nur der RTR hat die 10-Gang. Also der Automatik. Einer von den RTR hat auf jeden Fall das 10-Gang drin gehabt. Okay. Aber der glaube ich nicht. Fun Fact, der 10-Gang-Getriebe ist auch im Camaro drin. Das haben Ford und Chevy zusammen entwickelt tatsächlich. Okay, der Fact war gar nicht so fun, ich hab's verstanden. Ja, es war schon fun. Im Challenger ist echt nur ein Abwägen, wann darf ich aufs Gas treten. Wenn du das hast, dann hast du gewonnen. Also da habe ich bei den M4 gar keine Probleme. Alter, wie knapp aber der und spannend halt war bitte jetzt echt dieses Rennen bei uns. Das gibt eine Punkteteilung, safe. Ja. So knapp, wie wir ins Ziel sind. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also was ich beim Cadillac schon mal sagen muss, Getriebe könnte ruhig ein Ticken kürzer sein. Das ist nämlich sehr lang. Aber verdient, der Mustang war auf den Geraden einfach so gut. In den Kurven minimalst schlechter, würde ich sagen, als der Infinity, aber ja, so, auf den sobald die Drehzahl hoch ist, kam er halt leicht quer und dann tut er deinen Vorteil. Ja, aber geiles Rennen, ey. Das war super knapp und spannend da im Mittelfeld. C63 war ein bisschen zu schnell und weg leider, aber sonst... Ich bin auch fehlerfrei durchgefahren im C63. Ja, ich habe einen kleineren Fehler drin gehabt, aber sonst... Ein, zwei Fehler und ich wäre bei euch im Feld drinnen gewesen. Ja, super, super knapp und super, super enges Niveau auf jeden Fall. Aber das macht ja spannend und ist auch geil. Und das schaut vor allem auch geil aus mit den Kisten. Aber ja, wollen wir nicht bei schöner Optik verweilen. Wir schauen jetzt erstmal, wie sich der Gesamtstand entwickelt durch das Endergebnis, bevor wir dann im Anschluss auch noch dann die schnellsten Rundenzeiten mit dazu nehmen. Ja, und durch einen souveränen Sieg beim Rundkursrennen zieht der Camaro mit Bluetooth Cascade ein bisschen davon, 27,5 Punkte vor dem M4, der aber dicht verfolgt wird von der Hellcat. Ja, Hellcat zeigt, Power ist halt auch Macht, ne? Also das läuft auf jeden Fall richtig gut und ich glaube, sie fährt sich jetzt auch nicht allzu schlecht, so wie ich jetzt das von Andys Schwärmen rausgehört habe, aber das kann er ja nochmal bestätigen oder verneinen. Ja, Bremsen ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten, wie gesagt, wenn du weißt, wann du beschleunigen kannst, dann ist es echt für einen 2-Tonnen-Muscle-Car super eigentlich. Der hat halt auch gut Grip dann unten raus, oder wie? Oder, ja, du kannst halt das 8-Gang-Getriebe super verwenden, um im Zweifel auch ein bisschen untertourig zu fahren. Der Kompressor hilft dir, dass die Leistung dann doch ordentlich da ist, wenn du sie brauchst. Ja, sehr cool. Ja, ansonsten gehen wir es mal weiter. Mustang und C63, ein sehr, sehr enges Duell auf jeden Fall noch. Dann ein bisschen abgeschlagen schon. Q60 und RS5 und dann Lexus Cadillac so ein bisschen das Schlusslicht. Ja, das ist so die Momentaufnahme. Ich würde aber sagen, wir machen einfach direkt weiter und schauen mal, wie sich das dann auswirkt, wenn wir dann die schnellen Runden mal noch mit dazu nehmen.
Ja, und da zieht der Camaro ein bisschen weiter davon. Dafür aber die Hellcat zieht am M4 vorbei. Also hier amerikanische Führung. Das wird natürlich dem einen oder anderen, ja, Qualitätsdeutschen, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht so gefallen. Nee, alles gut, gefolgt dann aber vom M4 und C63. Sehr enges Duell, auch noch der Ford Mustang. Ne, also das ist ja, die trennt gerade mal anderthalb Punkte, die drei Herrschaften. Und wie gesagt, Hellcat jetzt auch nicht auf und davon. Dann haben wir jetzt aktuell so ein bisschen, sagen wir mal, übertriebenen Sinn im Niemandsland der Infiniti. Dann RS5, dann RCF und ATSV. Das bleibt alles erstmal so. Ja, ich würde sagen, bevor wir gleich weitermachen mit der nächsten Disziplin, vielleicht mal so in die Runde, hat irgendjemand zu seinem Fahrzeug irgendeine Erkenntnis, die er noch loswerden möchte? Oder? Okay, cool. Perfekt, dann sind ja alle zufrieden mit ihren Fahrzeugen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den heißen Dreien. Und das sind natürlich unsere mehr oder weniger theoretischen Vergleiche. Und beginnen tun wir damit mit der Höchstgeschwindigkeit. Und da werfen wir mal einen Blick drauf. Ja, ich würde sagen, Hellcat jetzt weniger überraschend. Ja. Und beim Rest, gut, 1063 erwartet man ja eigentlich so an die 400 km/h in dem Spiel, ne? Horizon 3, ja. Ja, ja, bei FA4 ist es ein bisschen genervt worden, habt ihr recht, aber sonst ist es ja echt immer. Das waren einige Autos, dass die auf der Geraden schneller sich angefühlt haben als der C63. Also das war auch ein Camaro, der und ein Mustang, der einfach... Ja, wobei man halt nie vergessen darf, ne, Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung ist halt immer so eine Sache. Ja. Manche Fahrzeuge ziehen bis 250 oder 260 durch wie Sau und dann halt übelst zäh oder umgekehrt irgendwie, ne? Also, oder halt im Sinne von, ne, manche können halt schnell, aber erreichen es quasi nie. Ja, aber sonst ist alles super eng, also jetzt hier, ne? Wir haben jetzt halt nichts abgeregelt im Spiel. Und ich würde sagen, ab dem C63 M4 mal, aber das ist auch wieder so ein Zeichen für den M4, ne? So, dass er ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was er tatsächlich in Realität fährt, aber ich könnte mir vorstellen, ohne Abregelung oder mit M-Performance-Paket oder wie auch immer, fährt er halt keine 317. Trotzdem nicht. Also glaube ich nicht, weiß es nicht. Da bin ich jetzt auch überfragt, ehrlich gesagt. Kann ja vielleicht Stui, unser Faktenchecker, mal. Bin schon dran. Ja. Aber ansonsten super eng alles, ne? Also von hier RS5, der jetzt quasi zwar letzter ist, aber trotzdem, das ist ja fast nichts. Also super alles zusammen. Also ja. Kann man ja, jetzt Hellcat nicht der einzige Ausreißer eigentlich. Ja, Hellcat, aber das hätte ich jetzt auch erwartet. Mit 700 PS ist halt auch ein Stein schnell. Ja, eben. Also das ist halt einfach starkes Ding, hat einfach Power. Ich denke, das ist auch die Stärke, die das Ding halt einfach hat. Und das passt auch so. Also das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das überrascht mich jetzt irgendwie. Und wie gesagt, modernerer RS5, den wir ja leider nicht haben im Spiel, wäre dann da auch top mit dabei, denke ich mal. Der wäre dann auch so im Bereich des M4 und C63, schätze ich mal, stark vom Spiel aus, dass sie den auch über 300 km/h schnell gemacht hätten. Ja. Ja, M4 habe ich jetzt als Werte nur natürlich die 250 abgeriegelt und 280 drinstehen, aber mehr finde ich dazu nicht. Ja, wie gesagt, so diese aber 300 wäre mir neu gewesen. 300, dass er so schnell ich sag mal so ein 911er macht ja so die 300 Grad. Ob dann ja, der M4? Ich glaube es auch nicht, dass er, selbst wenn du jetzt alle Abregelungen rausmachst und so weiter, also 317 ist ja unrealistisch, aber wir wissen ja, der M4 ist im Spiel auch ein bisschen stärker, wie nochmal gesagt, ich will da keinem BMW M4-Fan auf den Schlips treten, das ist einfach nur ganz nüchtern gesagt, ich finde den M4 auch mega geil, aber er ist schon einfach ein bisschen als stärker. Also ich habe tatsächlich gerade 304 als getesteten Wert gefunden. Okay, also der okay, aber ist ja trotzdem noch weiter von weg. Der GTS ist dann mit 305 angegeben, auf jeden Fall. Das dann schon, ja. Ja gut, der ist eh langsamer durch den Flügel und so, aber egal. Ja, verweilen wir da nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach den Gesamtstand. Der dürfte sich vielleicht ein bisschen was tun. Und so ist es auch. Der Camaro verliert natürlich jetzt ein bisschen. Klar, Z28 hat einfach auch die, sagen wir mal, die streckentauglichste Variante, nicht die stärkste Variante. ZL1 hat ja da eigentlich in der Regel mehr Power, weniger Streckentauglichkeit. 1LE mal außen vor genommen. Und Z28 ist ja eigentlich so quasi die Track-Variante oder deswegen auch vielleicht im Topspeed nicht das stärkste Fahrzeug. Wobei, ja, es ist, wie gesagt, es ist ja alles super eng zusammen. Ja, trotzdem nur noch anderthalb Punkte Vorsprung vor der Hellcat. Die ziehen da so ein bisschen auf und davon.
gefolgt von M4, C63 Mustang. Ich glaube, das ist auch noch so ein schönes Dreierkrüppchen. Und danach ist es so ein bisschen verteilt. Klar, RCF und Audi sind noch so ein bisschen zusammen. Ansonsten sind da schon, wie sagen, kleine, große Lücken dabei. Aber kann sich jetzt natürlich nochmal alles ändern bei den heißen Dreien. Und deswegen, wie ich sage ja immer so schön, wer schnell fährt, der muss auch gut bremsen können. Und deswegen schauen wir einfach mal auf den Bremsvergleich. Ja. Oh. Nimmt mich jetzt Wunder, dass tatsächlich die Hellcat doch so im guten Mittelfeld oder sogar eigentlich bei den besseren landet. Ehrlich gesagt. Bremsen auf gerader Strecke, ja. Ja, sobald leicht. In Kurven reinbremsen, nein. Ja. Aber Camaro M4, das deckt sich einfach, würde ich sagen, Infiniti, okay. Überrascht mich, wobei das alles sehr, sehr gleich ist und das passt eigentlich. Auch Mustang hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen erwartet, wobei ich glaube, das, was ich dann gerade eben auch beim Rennen, beim Rundkursrennen vielleicht auf der Bremse besser gemacht habe, hat der Mustang wieder beim Rausbeschleunigen oder beziehungsweise bei Topspeed rausgeholt oder so. Also, das ist halt sehr leicht auf der Hinterachse auch, deswegen. Ja, aber ich würde jetzt auch wieder schon fast sagen, ab dem, also man könnte schon fast sagen, M4, Q60, C63 und Hellcat sind so ein Krüppchen oder man nimmt den M4 raus und dafür ist dann Q60 bis Mustang oder für mich ist auch noch RCF ein Krüppchen. Also ist alles sehr ähnlich zusammen. Was ja einfach auch wieder für dieses Duell spricht. Ne? Man hat dann zwar, wenn wir von mir aus auch direkt den Schwenk auf den Gesamtstand machen, zwar jetzt extreme Lücken oder so, aber die Duelle an sich sind ja trotzdem immer eng, generell bei diesen Duellen. Und das ist ja dann auch irgendwie das Coole. Also mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es sich jetzt nicht mehr so ultimativ krass verschiebt, zumindest mal nach den heißen Dreien. Aber ja, schauen wir einfach mal, ne, wie sich das dann einfach so entwickelt. Ich würde einfach sagen, wir ziehen da einfach durch, verweilen da nicht ewig, gehen jetzt auf den Preisvergleich und da, wie immer, die Daten dann tatsächlich aus dem Real Life gezogen, weil einfach die interne Währung da einfach ein bisschen komisch ist und deswegen gucken wir da mal drauf und da sehen wir folgendes Ergebnis. Okay. Ja. Okay. Anmerkung, beim Q60 habe ich den Preis der Serienversion tatsächlich genommen, weil Konzept müssten wir halt unendlich angeben. Ja, ist unbezahlbar, klar. Ja. Aber nehme ich trotzdem wundern. Infiniti hätte ich mir teurer eingeschätzt. Die sind gar nicht so dann. Ja. Also ist immer noch teuer. 63.000 muss er erstmal haben, aber trotzdem. Ist okay. Gut, Camaro halt, weil es Z28 ist. Ne? Also wäre es jetzt ein ZL1 oder eine Supersport, wäre das, glaube ich, mit Abstand wahrscheinlich das günstigste Fahrzeug. Aber ja, ansonsten, ne, die Amis halt wieder. Da kriegst du einfach fürs Geld einfach super viel Leistung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dass die deutschen Fabrikanten eher jetzt auf den letzten Plätzen sind, mich jetzt auch nicht so wunder. Also, ja. Das ATS finde ich ein bisschen interessant. Also, Cadillac hätte ich nicht so teuer erwartet, tatsächlich, irgendwie. Ich hätte den RCF jetzt auch nicht so teuer erwartet. Also, gerade den hätte ich doch gar nicht erwartet. Das ist eine Luxusmarke. Und Lexus eben auch. Wobei ich aber sagen muss, beim Chevy, beim Z28, also so eine aktuelle ZL1, die man hier in Deutschland so knapp 90.000 Euro kaufen. Also die ist schon sehr teuer. Ja, hier in Deutschland mit Import und allem drum und dran. Richtig. Danach suche ich die Preise nicht raus. Also ich mache das gerade bei Hellcat beispielsweise oder Z28, die du halt hier in Deutschland nicht bekommen hast. Ich nehme halt die Ami-Preise, rechne die um, pack die Mehrwertsteuer drauf. Ja, dann klar. Ist das der Preis. Aha, die hast du gar nicht in Deutschland bekommen. Ja, dann hier auf dem letzten Platz. Aber was ich halt da auch wieder sehr interessant finde, ist beim Ford Mustang, wie viel Mustang. Auto man eigentlich für wenig Geld oder für bezahlbares Geld bekommt. Ja? Das ist schon sehr geil in der Klasse. Ja, super attraktiv auf jeden Fall. Ja. Man sieht es dann aber halt auch, wenn man die Autos im echten Leben auseinander nimmt, warum die dann so wenig kosten. Ich glaube aber, dass ein Ford Mustang oder Mustang so ein aktueller, wirklich von der Qualität her echt ein gutes Auto ist. Also für den Preis, glaube ich, passt das. Sagen wir mal so, wenn man die Dinge auseinanderbaut, krachen sie ziemlich auseinander. Du sollst sie auch nicht auseinanderbauen. Ja, das muss er aber, wenn er da Folie draufklebt. Ja, schon klar. Kaufst du das Ding einfach gleich in der richtigen Farbe, musst du nichts verlieren, Mensch. Nein, alles gut. Mich hat der Cadillac aber auch überrascht, dass der wirklich eigentlich... Ja. Ich habe mir wirklich so Hunderttausender-Bereich vorgestellt für das
Aber für den Cadillac ist er der kleine. Ja, eben. Sehr aber ich habe wirklich so einen höheren Preis erwartet als den. Nee, das habe ich nicht. Ist ja nur der V6. Der also, große ist ja der CTS-V. Also wenn jetzt jemand da 100.000 gekostet hätte, dann hätte ich echt, puh, da wäre schon krass. Also nee, damit hätte ich es nicht gerechnet. Ich meine, es ist trotzdem, muss mal überlegen, wie viel Geld es ist für ein, ja klar, das sind Sportmodelle, aber trotzdem, das ist schon, ne, also zum Teil, gerade wenn du jetzt im Bereich von da 70.000 und mehr oder da beim C63 bei 86.000, also wenn du jetzt rein nur vom Sportlichen ausgehst, klar haben die mehr, ich sag jetzt mal Stauraum und so weiter, haben noch zwei Sitze, also eine Rückbank und so weiter und so fort, aber trotzdem, in dem Bereich kriegst du halt zum Teil schon richtig krasse, gute Sportwägen auch. Ne? Sieht man ja auch also, Mustern. Und deswegen ist das schon ordentliches Geld, also da, wenn man die kauft, kauft man halt auch so ein bisschen auch, ich sag jetzt mal Marke und Prestige mit, nicht nur rein jetzt Leistung oder Qualität an sich, also nicht, dass die schlechte Qualität haben, aber nicht die, das, was es jetzt kostet. Aber gut, die Diskussion wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht vertiefen oder anfangen. Ich würde einfach sagen, wir ziehen ganz schnell weiter. Wir wollen nämlich auch wieder fahren. Deswegen gehen wir noch ganz schnell auf den Gesamtstand, wie das denn jetzt aussieht nach den heißen drei. Camaro führt weiterhin das Ganze an. Ja, mehr oder weniger dicht verfolgt von der Hellcat. Jetzt leider durch den Preisvergleich ein bisschen Rückschlag für den M4. Dadurch dann der Ford Mustang auf Platz Nummer 4. Ja, AMG und Infiniti jetzt dadurch ein bisschen enger zusammengekommen, weil der Infiniti ja eigentlich auch ganz gut vom Preis abgeschnitten hat. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen weiter und anstehen tut jetzt erneut ein Rundkursrennen, aber diesmal im Regen. Los geht's! Diesmal breche ich das Schweigen sofort. Buying Dilemma. Oh, das war. Jetzt hätte ich fast einen Checkpoint verpasst. Glück gehabt. Irgendwie hat der Cadillac auf jeden Fall ein bisschen mehr quer. Bisschen Grip bekommen. Oh nein, jetzt kommen die ganzen schnellen Autos. Yes. Und tschüss. Im Grip gefasst. Ich esse euch alle auf. Nein. Yum, 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 yum. Ich wünsche mir wirklich beim Cadillac ein kürzeres Getriebe, weil das alles lang übersetzt. Das ist halt angenehmer. Ich hab's ja ein bisschen sportlicher. Da dann auch nochmal die Ergänzung zu dem Mustang, weil wir es vorher davon hatten. Er hat hier jetzt das 6-Gang-Getriebe drin. Ah, das manuelle, okay. Ja. Und trotzdem so ultra lang also übersetzt. Nee, eigentlich gar nicht. Also aber, kurz meinst also du? Also der erste Gang halt enorm kurz und den kriegt man überhaupt nicht auf die Straße, aber kommt nicht wohin, dass der zweite dann gut greift, sag man es mal so. Im dritten, vierten hat er perfekten Durchzug und obenrum ja, geht ihm halt ein bisschen die Puste aus, aber das passt ja im Vergleich hier. Ja. Der letzte Gang vom Mustang war schon immer Spritsparen. Ja, ist ja bei den meisten so. Also bei den wenigsten Fahrzeugen drehst du den letzten Gang voll aus. Macht ja auch keinen Sinn. Also es sind ja keine Rennwagen, es sind ja irgendwo auch noch Straßenfahrzeuge, ne? Irgendwie muss man die Emission ja unten halten. Mhm. Herz. Unter anderem. Einige davon sind ja auch. Ja, macht ja auch Sinn. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Auto habe, ich bin froh drum, wenn ich eine längere Fahrt habe, dass ich schön untertourig oder mit wenig Umdrehung fahren kann, weil das geht ja auch irgendwann auf den Sack. Du willst ja nicht ganz hoch drehen. Ja, klar. Also von dem her, alles cool. Ja, beim Regen lässt sich der Cadillac richtig schön fahren. Infinity macht auch Bock auf jeden Fall. Ja, mir fehlt nur so ein paar PS extra, dass ich so mit M4 und C63 mithalten könnte. Aber ist auch nett anzugucken. Die 63, der fährt sich genau wie im Trockenen. Also gefühlt untersteuert der M4 einen Hauch weniger.
Das ist das, was ich beim RCF ein bisschen vermisse. Ich glaube, so ein bisschen mehr Bums, also eine Aufladung oder sowas würde dem Wagen ganz gut tun. Ansonsten finde ich ihn sehr, sehr ausgewogen zu fahren. Mhm. Sehr gemütlich. Auf der Rennstrecke, klar. Klar, ist wichtig, Komfort auf der Rennstrecke. Ja, aber der macht halt mal überhaupt gar keinen Stress. Aber er hat halt ein bisschen zu wenig Bums. Doppler, wie fährt sich eigentlich dein Audi? Naja, also es fährt sich eigentlich ganz gut, aber die Leistung fehlt. Für den ersten 2 Meter. Und die Bremsen fehlen. Also mir fehlt Leistung und Bremsen, aber sonst ist das eigentlich ganz angenehm. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass du ein bisschen mehr rausrutscht. Ja, weil ich kann nicht so spät bremsen. Ich will spät bremsen, um mal nicht ranzukommen. Dass ich mit der Hellcat jetzt im Regen auch so weit vorne bin. Überraschung. Es könnte auch am Fahrer liegen, aber eigentlich, nein, eigentlich nicht. Ne? Nee. Nee. Also ich auch extra immer hat mit sich wenig Ami-Erfahrung hingesetzt in das Auto. Ja. Hat sich halt auch tatsächlich gar nicht so kacke fahren lassen. Nö, glaube ich dir. Gut, die Strecke hat ja auch schnelle Abschnitte und so weiter, aber wir müssen jetzt ja auch nicht unbedingt eine Kartstrecke auspacken. Sei es drum. Ich würde sagen, wir gucken mal auf den Gesamtstand und vielleicht hat sich auch noch mal ein bisschen was verschoben. Zumindest mal hat man ja gesehen, dass der C63 bei dem Rennen ganz gut abgeschnitten hat. Ja, ein paar Punkte gibt's drauf für den einen oder anderen, aber an der allgemeinen Tabellensituation hat sich zumindest mal laut unserem Kenntnisstand nichts getan. Klar, es kann sich vielleicht noch ein bisschen was verschieben. M4 Mustang ist noch zusammen, C63 ist noch da, vielleicht noch der Q60, wobei zum M4 auf keinen Fall mehr. Ich meine, wir haben noch das Finale mit den doppelten Punkten, da kann sich natürlich auch nochmal, klar, wird nochmal was verschieben, aber naja, wir schauen erstmal auf die nächste Disziplin und das ist das Sprintrennen in der Nacht und dann schauen wir mal, wie das erstmal ausgeht. Lösung gefunden für den Mustang. Im zweiten Gang voll da. Dann passt's. Nee. Doch. Nee. Beim Challenge hat sich auch bewährt. Zweiten Gang bis ungefähr 50 und dann in den dritten rein. Easy. Untersteuern. Uff, das war falscher Gang. Egal. Jetzt schalte ich auch nicht mehr runter. Ja, ich höre den LS. Ja, fahr vorbei. Ja, und nochmal erwähnt bezüglich Camaro. Hätten wir den anderen genommen, wäre es noch deutlicher. Also, bevor da jetzt die Stimmen laut werden. Ja, ja. Mein Z28 hat ja am Ende des Tages nur 510 PS. Ist deswegen leistungstechnisch nicht so viel krasser als manch andere Fahrzeuge, aber Fahrwerk, allgemein die Sportlichkeit ist halt eine andere Liga, wenn wir ganz ehrlich sind. Uiuiui. Bodenwellen mag er nicht. Oh. Welcher Gang war da jetzt? So ein Mustang! Fahrerische Qualitäten lassen gerade auch leicht nach. Schade. Für mich reicht's aber noch. Vielleicht. Er ist schon sehr, sehr leicht auf dem Heck. Also. Das war schlecht. Im Vergleich zu anderen heckbetriebenen Fahrzeugen in diesem Spiel. Das war sehr schlau. Come on. Habe Leistung, habe Mut. Ich brauche Leistung. Crapper, ich hatte fast den Zellen gemacht. Könnte ja auch unentschieden sein. Das ist so unverdient. Der hat einfach nur Power, der drückt einfach nur durch und das sind Ja. Ey, das muss mindestens ein Gleichstand sein. Super knapp. Also 5 Meter hätte gereicht, kürzer, dann. Gibt's doch nicht. Wir haben uns beide gerade ans Limit gepusht, ne? Ja. Also mir tut Crapper ein bisschen, also schon leid, weil ich hab den gleichen Move gemacht wie er und hab halber die Wand geküsst.
Ja, ich wollte da ganz ehrlich zu viel. Ich wollte noch einen RCF kriegen vor mir. Ich wollte auch zu viel. Er muss sagen, ey. Warum habe ich so wenig Leistung im Q60? Du kannst meinen Motor haben. Ja, so nehme ich noch dazu. R35 Motor. Ja, aber der hat nicht die vollen 500, oder schieß mich tot PS, ja, wie der Dings. Ich meine auch sogar, die Serie hat mehr Leistung, aber ich bin mir nicht sicher, ist auch egal. Sagen wir es so, ein paar PS mehr und dann wäre das gegen den Mustang nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Sei es aber drum, wir schauen jetzt nochmal auf die Tabelle, bevor wir zum großen Finale gehen. Und da sieht es wie folgt aus. Ja, und erneut gibt es wieder ein paar Pünktchen oben drauf, aber an der Reihenfolge ändert sich erstmal nichts mehr. Spannend ist es auf jeden Fall zwischen Mustang und C63. Gerade die letzten Ergebnisse sprechen ja mehr für den C63. Also sollte nur 24-Stunden-Racer mit dem AMG das nochmal bestätigen können jetzt im Finale, dann winkt auf jeden Fall vielleicht nochmal eine Position 1 besser. Aber Stewie wird es natürlich zu verhindern wissen. Er muss einfach nur weniger Wände mitnehmen. Für den Q60 reicht es ja, da muss er ja nur auf den geraden Vollgas geben. Das kriegt er wohl noch hin. Gerade so. Nee, alles gut. Für das machen wir ja den Vergleich. Ist ja dann schön zu sehen, wo die Stärken und Schwächen zwischen den einzelnen Fahrzeugen liegen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Wir lassen das große Finale beginnen und da geht's jetzt hin. Das große Finale, beziehungsweise eigentlich das kleine Finale, ist gestartet. Wir fahren nämlich unsere Kurzversion unseres Finals. Ich glaube, das reicht vollkommen aus bei den Fahrzeugen. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt die äußere Linie herfahre, aber egal. Aber eine Sache, die man festhalten kann, der Audi hat jedes Rennen zumindest kurzzeitig angeführt. Das ist richtig. Ja, das ist... Er hat auf jeden Fall mehr Führungsmeter, als ich es hatte, weil ich war nie vorne. Oh. Ein bisschen tief gestochen ist jetzt. Ja. Aber auf den Geraden holst du mich wieder ein. Da kommt bei dir die Leistung. Der RS5 wird jetzt wieder von allem abgezogen. Ich muss schon sagen, der Caddy Deck, der zieht den RS6 auf länger. Oh, oh, gut weg. Echt ein ja. RS6. Schöne Radio am Start. Der M4 hat sich gerade voll in den Begrenzer geschossen. Alles ja. Geplant gewesen. Dem Schaden das an und tschüss. Nein, Spaß. Stewie? Ja. Also, Berg runter ist nicht so einfach mit dem Mustang. Ja. Berg runter ist aber geil mit dem Q60 irgendwie. Der hat auf einmal Grip auf der Vorderachse, da drückt ein bisschen was drauf. Ja, ich habe noch weniger auf der Hinterachse gehabt. Beide Kurven verloren. Ja, das ist halt verloren. Echt nicht mein Problem. Hinterachs-Grip ist echt geil, ey. Also kann ich echt nicht meckern. Es fühlt sich einfach so an, als wäre so 70-30 Verteilung irgendwie. Nach links und rechts natürlich. Klar. Oh, ist knapp hier gerade. Welchen Gang nehme ich denn jetzt? Ersten? Okay, der erste war fucked bei mir. Der zweite war falsch, ich nehme dritten nächste Runde. Genau, und zweite nächste Runde. Ich konnte jetzt den ersten runter. M4, du bist doch kacke. Du hast auch keine 800 Newtonmeter hinten. Power! Ja, warum seid ihr alle so schnell? Dann bist du mal still. Los, Caddy. Bleib da. Oh nein, wir fahren ja da lang. Lauer, ja, der RS5 hat eine Chance, hier in Zeppelin ranzukommen. Nun ja, das, ja, Kravitz, das sehen wir noch. Ja, das ist, hat sehr gut funktioniert. Ja, ich hab's gesehen. Ein bisschen mehr quer fahren, oder? Ja, ja, siehst du. Nee, warte mal. Erst quer siehst du mehr. Siehst du quer, fährst du mehr, jo. Ja. Ja, ist auch nicht falsch, ne? Also, Freunde, immer schön schielen. Dann löppt es. Jo, wo kam jetzt das? Was fahre ich denn gerade zusammen? Oh. Und da steuern. Ich komme gerade, wo dieser Lexus herkommt. Der Lexus darf sehr gern hinter uns bleiben. Ich war so am absoluten Überlimit, ey. Ich darf keinen Fehler machen.
dass ich irgendwie noch an dem C63 dran bleibe, ey. Ja, der ist auch. Der C63, kann ich nur sagen, ist auch hier kommt fehlerfrei die Runde bis bei. Ja. Gott, alles aus diesem Absetzen. Problem ist, jedes Mal, wenn es irgendwie auf Power ankommt, dann ist bei mir halt vorbei, ey. Wenn man den M4 da vorne anschaut, dann. Ja, der ist krass. Der, oh, der gibt einfach Gas und Ende Gelände. Der zweite und dritte Gang ist hier zum Teil echt scheiße. Der dritte zu lang, der zweite zu kurz. Das ist. Kannst du nicht immer perfekt haben, ne? Oh Gott. Warum? Jetzt haben wir es beide irgendwie verkackt. Beides total suboptimal, aber irgendwie, ja. Aua. Mein Ziel ist ja vor Stuhl. Das sieht bisher ganz gut aus. Das ist leider wahr. Ich mache mir gerade Sorgen um den Also ich habe jetzt gerade den Paddy wieder eingeholt. Ja. Wenn der Camaro sich einmal verbremst, habe ich ihn. Oh, komm schon. Jo, mach mal einfach eine Offroad-Folge draus. Bergab ist der Infinity geil, der hat auf einmal Grip auf der Vorderachse. Merkst du richtig, wie die Last auch nach vorne fällt? Luis wird wieder ein bisschen gefährlich. Ja, Alter, da runter. Also gerade der Linksstich runter ist echt. Da würde ich sogar behaupten, ich bin schneller als der M4, wenn es darum geht, nach bergab zu fahren. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Man merkt es. Gottes Willen. Nein! War mir nicht hinterher. Jetzt wird er instabil, das war nicht gut. Zu viel. Ja. Jetzt weißt du, wie ich mich letzte Runde gefühlt habe. Nun ja, das war aber was. Aber irgendwie geil, ey. Die Autos, die machen schon echt Bock irgendwie. Oh ja. Da müsstest du echt mal, da müsstest du so eine Forza Touring-Serie mit den Dingern machen oder so. Schön alle auf ein Niveau tunen. Viel Spaß dabei, das schaffst du nicht, aber. Ja, zweiter Gang viel besser hier raus. Okay, ich wollte jetzt eigentlich wirklich zu viel von dem Caddy weg. Ich hab gedacht, ich könnte gegen die Traktion eines RS5 mit Heck antreten, aber ist nach hinten losgegangen. Ja, als gedacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hab wortwörtlich die Brücke. Der Brücke hallo gesagt. Oh. Mein Ziel ist es, die Lexus einzuholen. Ja, jetzt haben wir uns zu sehr gegenseitig angestachelt und zu viele Fehler gemacht. Oh, aber geiles Duell bis dahin, ey. Ja. Das hat richtig Laune gemacht. Ich glaube, ich hole wieder Crapper auf. Und Story, deine Chance. Echt? Wo? Hinten. Wo? Da drüben. Aber dass ich doch... Sagen wir mal noch den M4 noch in Sichtweite habt, das ist echt krass. Also, freut mich irgendwie für den Infinity. Echt. Zwar keine Chance, klar, aber trotzdem. Ja, in den Kurven holst du zum M4 auf, würde ich sagen. Ne, bergab. Das Bergauf jetzt hier ist wieder Gift so, aber gerade das Bergab anbremsen, das hat der Infinity mega geil gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht, den da reinzuschmeißen. Das haben wir jetzt auch gemerkt gegen den C63. Sobald es wieder ein bisschen eben wurde, war er wieder so ein bisschen besser für ihn, fand ich, beim Einlenken. Und dann haben wir beim Infinity und Mustang direkt die Gegensätze, weil der geht berghoch echt gut und fährt sich dann echt super. Aber runter habe ich halt komplett überschätzt. Siehst du mal, was so Gewichtsverteilung oder sagen wir mal, wie die Gewichtsverteilung sich auslebt, auch ausmacht, ne? Aber ich muss auch mal ganz klar sagen, dass der Camaro vorne wegfährt, okay, meinetwegen, aber 14 Sekunden ist schon eine ordentliche Ansage. Der Camaro ist halt einfach krank, ja, auf jeden Fall. Aber gut. Ja. Die Rundenzeiten vom M4 und Infinity sind gar nicht so weit. Nee, sag ich ja, ich war nicht so viel langsamer. Ich habe den immer in Sichtweite gehabt. Das war Hauptsache halt auf den Geraden, wo er halt einfach tschu. Ja. Das war jetzt aber ein echt und auch das knappes Rennen zwischen den letzten vier. Ja. Hat aber richtig Laune gemacht, war geil zum Angucken, ey. Ja, das Bergaufstück hat mir mit dem M4 gut geholfen gegen dich, Ray. Ja. Nee, aber cool, ey, das hat echt Laune gemacht. So sieht man dann so Klassenduelle oder überhaupt so Duelle natürlich immer gern. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, scheiß aufs Endergebnis, oder? Ich meine,
Nein, gut, wir wissen es eh alle, aber wir gucken da selbstverständlich jetzt nochmal drauf, wie ging es denn jetzt aus, wer ist wo gelandet, mit welchem Fahrzeug und ja, machen wir es to the completely. Und damit haben wir den Gewinner, den Camaro Z28 gefahren von Blue Cascade. Applaus, Applaus. Aber keine Überraschung. Egal. Ja, gefolgt von der Hellcat. Das überrascht mich schon. Also wir wissen natürlich, dass Andy und ein Ami fahren natürlich ihnen schon mal mindestens 1000 PS mehr gibt. Aber die muss man auch erstmal auf den Asphalt kriegen. Und deswegen, ja, krass, interessant. Gefolgt von M4 und C63. Ganz dicht verfolgt von Mustang GT. Ich habe es ja angekündigt, da gab es dann tatsächlich dann doch nochmal den Tausch. Ja, Q60 war auch noch irgendwo in der Nähe. Hat aber jetzt nicht mehr gereicht, um die Position zu verändern. Dann gibt es tatsächlich einen doch etwas heftigeren Punktesprung, sage ich mal, zum Lexus Cadillac und zum Schlusslicht den Audi. Wobei Audi, wie schon gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, er ist außen vor. Wobei am Anfang sah es ja noch eher danach aus, dass er so einige, ich sage jetzt mal, auszieht. Hat aber sich dann doch irgendwie relativiert. Aber wie schon gesagt, ein moderner Audi, also Playground Games, Turn 10, Audi, macht mal was. Ja, wir alle wollen, glaube ich, mal modernere Modelle sehen. Haben wir nichts dagegen. Ich würde sagen, so schließen wir das Ganze. Vielen Dank fürs Einschalten vorweg. Aber eine Disziplin steht natürlich noch aus. Das wissen wir alle. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir im Schnee einen Grip finden. Denn wir wollen natürlich noch springen. Aber wobei, Grip finden ist eigentlich genau das wieder. Der Infinity hat ein bisschen viel Grip auf der Hinterachse. Ja, Moment, ich gebe mal Gas. Nee. Also, tschüss. Ein Mustang gehört auf die Weide. Ja, das ist ja was, weißt du. Ey, da fühle ich mich ja jetzt schon diskriminiert. Wir haben ja im Challenge was gelandet. Das war jetzt peinlich, aber okay. Also 167 Meter, das war jetzt gar nichts. Platz mit X, das war wohl nicht so viel. Ich wollte eigentlich auf den RS5 landen. Nee, das kein Foto nicht. Vom M4. Das ist krass, fährt halt keiner mehr den M4, weil es halt ein GTS gibt, ne, so irgendwie. Genau. Ja, das ist, Ja, weil der ist ja normale M4 genau, viel weniger nervig. Das stimmt wohl. Wobei ich nach wie vor sagen muss, der M4 GTS, beziehungsweise der M4 GT4, und der ist ja mehr oder weniger verwandt mit dem GTS, der ist auch in Real Life super laut, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass der GTS so laut ist, ist trotzdem nervig. Egal, das soll es gewesen sein. Ein schönes Schlussbild auf jeden Fall nochmal mit diesen ganzen größeren Sportcoupés. Vielen Dank fürs Einschalten. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Große Dank geht natürlich nochmal raus an Andy, der die ganzen Duelle rausgesucht hat, der eben sich die Mühe gemacht hat, bei den heißen drei die Werte rauszuschreiben, die ja vor allem den Wert der Fahrzeuge zu notieren und. Vielen Dank für alle, die aber auch mitgefahren sind. Hat mir eine Freude bereitet. War echt eine coole Runde, coole Truppe. Und deswegen würde ich einfach sagen, das soll es gewesen sein. Ich wünsche ein wunderschönes Restwochenende an die Zuschauer und ein wunderschönes kommendes Wochenende an die Teilnehmer. Wir sind jetzt raus und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.